Beim Dino-Dino-Dschungel gibt es auch wieder eine sehr schwierige Abkürzung, die ich ganz gerne in allen drei Runden nehmen will. Also macht euch auf ein langes Video gefasst. Nee, aber so ultra schwierig ist die gar nicht mal. Auf jeden Fall ist es kein Vergleich zu DK Bergland. Die ist schon trotzdem nicht so einfach, die Abkürzung, und ich werde da einige Male failen. Aber es wird nicht so hart wie im DK Bergland. Glaubt mir. Bin mir ganz sicher. Nämlich jetzt dann gleich schon. Kommt ziemlich früh auf der Strecke schon. Die, ja cool, die schmale Brücke. Ich komme nicht mal drauf. Das ist ein guter Start. Gutes Zeichen. Die schmale Brücke mit dem Beschleunigungsstreifen, die will ich ganz gerne in jeder Runde nehmen. In allen drei. Ja, und ich komme nicht mal drauf. Cool. Ein gutes Zeichen. Ja, der Anfang ist auch gleich mal richtig eklig. Ach du Scheiße. Ja, das wird schon auch schwierig. Hier will ich eigentlich dann... Ja, da will ich aber keinen Drift Turbo machen. Aber halt hier so. Okay. Dann hier so, ja. Also ihr seht, das geht schon. Aber ist trotzdem schwierig und wird mir nicht immer gelingen. Pilz, auf jeden Fall hier. Das geht ohne Pilz gar nicht, weil ich da zu langsam bin. Ist es wieder überhaupt so viel schneller? Oder ist es wieder... Wirkt es nur wieder so? Weil man ist da wieder relativ lange in der Luft. Und wir wissen ja, in der Luft zu sein ist schlecht hier in Double Dash. Und wenn ich halt links rumfahre, könnte ich ein paar Mal driften und so. Weiß ich nicht. Hier auch nichts, genau. Lieber da so in der Lücke durchfahren, damit man nicht so lange in, ja, nicht so lange in der Luft ist. Hier ist eigentlich auch schlecht, wenn ich da so einen Sprung mache. Aber okay. Ich will da eh erstmal wieder nur, wie immer, den Entwicklergeist freischalten. Okay, passt. Ja, das geht schon. Kann man hinkriegen. Shit. Ich fahre mal links um. Ist auf jeden Fall schwieriger links. Ach du Scheiße. Viel schwieriger links um zu fahren. Ich habe das Gefühl, dass es sogar zumindest nicht arg viel langsamer ist. Wenn man bedenkt, dass ich linksrum vor allem keinen Pilz brauche, den ich dann woanders einsetzen könnte. Ich meine, es gibt ansonsten keinen guten Ort. Ja, cool. Auf einer Geraden halt dann würde ich es machen. Aber wenn man das bedenkt, dass ich den mir ja einspare, wenn ich linksrum fahre, dann ist es sogar vielleicht besser, linksrum zu fahren, zumindest nicht arg viel schlechter. Aber es ist viel einfacher, rechtsrum zu fahren. Und ja, hier nicht zu springen ist auch viel schneller, haben wir jetzt gesehen, ja. Deswegen, ich werde schon da immer die Abkürzung nehmen. Wenn es schon so eine eindeutige Abkürzung gibt, die man nur mit Pilzen schaffen kann, dann würde ich das schon machen. Dafür sind sie ja da, die Pilze. Auch wenn es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. So. Toad schreit auch lustig. So. Ja, das ist nicht so gut, glaube ich sogar. Ist sogar langsamer, habe ich das Gefühl. Wir schauen dann gleich mal, was der Entwicklergeist wieder macht. Die Kurve hier ist auch ein bisschen eklig, wenn man da zu weit nach außen kommt irgendwie. Aber gut. Trotzdem unter 40 ist richtig gut. Also sehr, sehr schöne erste Runde. Wenn die anderen auch nur annähernd so sind, dann wäre das schon mal ganz gut eigentlich. Und dann würde es locker reichen, um den Entwicklergeist freizuspielen. So, oh Gott. Ja, das ist auch so, ist ein bisschen wackelig da auf der Brücke, weil man auch manchmal so ein bisschen bounced irgendwie. Und das macht es dann nicht so einfach. Oh Gott. Okay. Ganz ruhig, Toad, ist doch alles gut. Okay. Könnte sogar wieder eine 39er Zeit werden. Das wäre natürlich nice. Oh, die habe ich jetzt viel besser genommen, die Kurve. Nice, sehr schön. Hier mal keinen Drift Turbo. Geht auch ohne. Mhm. Sehr gut. Oh, das ist ja mega geil, was ich hier mache. Wenn das jetzt auch eine 39er wird, dann wäre ich sogar schon zufrieden. Weil das würde auch schon den Entwicklergeist schlagen. Da würde ich fast wetten. Ja, okay, aber jetzt muss ich ja links rumfahren, natürlich. Ja, okay. Und das wird jetzt schwieriger, weil da falle ich jetzt eh runter. Safe. Ich sollte in Runde 1 links rumfahren, aber das ist viel schwieriger. Mit den Fontänen auch noch. Ja. Scheiße, das ist halt so dumm. Ich fahre mal sogar trotzdem zu Ende. Einfach nur, um auch zu sehen, wie schnell, in Anführungszeichen, jetzt diese Runde sein wird im Vergleich zu Runde 1 und Runde 2. Ich glaube, nämlich 39 kriege ich hier nicht ganz. Knapp, aber nicht ganz vielleicht. 45. Ich habe sogar mit noch mehr gerechnet. Muss ich sagen. So, vielleicht reicht es sogar trotzdem schon, um den Entwicklergeist freizuspielen. Ehrlich gesagt. Kann sogar echt reichen. Weil die ersten beiden Runden waren richtig gut, finde ich. Mit denen bin ich übelst zufrieden. Mal gucken. Wer ist es überhaupt hier, der Entwicklergeist, frage ich mich. Ne, habe ich noch nicht. Okay, ja gut. Ich kann schon verstehen. Runterfallen ist natürlich schon jetzt nicht so cool. Schon klar, ja. Also wenn ich es in jeder Runde schaffen würde, unter 40 zu kommen, dann würde ich ja unter 2 Minuten kriegen.
Gerade eben hatte ich ja 204, glaube ich. Oder 205 oder so. Vielleicht kann ich mir das als Ziel setzen, dass ich unter 2 Minuten kommen will. Das ist aber schon ziemlich schwierig, finde ich. Ja, weil ich hab das wirklich extrem gut gemacht gerade, finde ich. Und ja, auch hier. Da kann man so leicht gegen die Wände knallen. Wie habe ich das gerade gemacht eigentlich? Ja, und vor allem, unter 2 Minuten ist vielleicht doch nicht so schlau, als Ziel zu setzen. Weil eine Runde muss ich ja hier links rumfahren. Ich nehme jetzt immer die erste, damit ich dann... Also da an der Stelle, da wo ich den Drifthober einsetze, ist nochmal so eine ganz, ganz kleine Lücke irgendwie extra. Das ist nämlich nicht ganz eben, die Kurve hier. Weil hier, genau, hier ist nämlich so eine kleine Hervorhebung. Und hier ist nochmal so eine kleine Lücke. Und kurz danach auch. Und die regt mich total auf. Weil ich will natürlich die Kurve eng nehmen und um die Fontänen rechts rumfahren und nicht links rum. Aber dann bin ich halt sehr nahe an der Schlucht dran. Das ist natürlich dann auch nicht so toll. Aber will ich trotzdem machen. Naja, ja, passt. Ist okay. Wie gesagt, auch hier durchzukommen, ohne gegen die Wände zu knallen, ist auch gar nicht einfach. Also ist wirklich ein Wunder, dass ich das gerade so gut hinbekommen habe. Aber ja, auf jeden Fall Runde 1 immer links rum. Nein, Mann, ey. Runde 1 immer links rumfahren, definitiv. Alter, das ist ja so kacke, die Stelle. Das ist so kacke, weil da ist halt die Fontäne auch noch und dadurch ist es da, ist also so ein Abhang, der zur Schlucht hin zeigt. Und ich werde da so stark zur Schlucht hingezogen, ich kann da fast gar nicht anders, als in die Schlucht runterzufallen. Das ist richtig scheiße. Ich will aber da nicht links rumfahren. Ist ja vor allem Runde 1, da ist ja nicht so schlimm, wenn ich da einen Fehler mache. Und wie gesagt, Runde 2 und Runde 3 kann ich ja dann die Abkürzung nehmen, die sehr viel einfacher ist, weil ich dann nur geradeaus fahren muss und einen Pilz einsetzen muss. Deswegen ist schon okay, wenn ich in Runde 1 es etwas schwieriger habe. Alter, das ist ja... Das ist... Aber ja, es ist aber trotzdem kacke, es in Runde 1 zu machen, weil da halt auch die Fontäne hochgeht. Aber zugegeben, wenn die nicht hochgehen würde und ich würde über die Fontäne oder also über diese Erhebung da fahren, wäre es auch nicht gut, weil ich ja dann in der Luft wäre. Und das wäre auch nicht so toll. Also ich sollte da sowieso nicht über den Hügel da fahren, egal ob die Fontäne gerade draußen ist oder nicht. Weil ich habe mir jetzt überlegt, ob ich in Runde 1 die Abkürzung rechts mit Pilz benutzen soll, in Runde 2 dann hoffen, dass sie dann nicht im Weg ist, dass ich dann da probiere. Aber es würde mir auch nichts bringen, wie gesagt. Das ist so oder so scheiße. Okay, gut. Und ich bin nur knapp hinten, aber ich habe einen Pilz mehr. Ja, also, aber gut, wenn ich jetzt den Pilz einsetzen würde, wäre ich ungefähr auf Höhe von meinem Geist, glaube ich. Deswegen, jetzt habe ich sogar ein bisschen aufholen können. Ja, jetzt aber... Okay, das Gras bremst einen echt so stark ab. Krass, das dachte ich gar nicht. Okay, heftig. Also ja, es ist... Wenn man es gut macht, das Driften auf der linken Seite, ist es sogar wahrscheinlich schneller. Aber es ist halt auch viel, viel riskanter, wie gesagt. Und deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal machen. Jetzt habe ich ja noch 2 Pilze. Und jetzt werde ich es ganz easy machen und die Abkürzung nehmen. Ja, weil das ist eine sehr leichte Möglichkeit, um auch schnell zu sein. Ja, und das ist halt eine Million Mal einfacher, da rechts rum zu fahren. Okay. So, und jetzt kann ich halt in der dritten Runde dann auch noch die Abkürzung nehmen. Das war natürlich jetzt richtig scheiße dafür. Na Mann! Ist auch wieder über 40. Ja, jetzt habe ich halt 2 Zeiten über 40. Wenn es aber die dritte Runde gut wird, dann könnte ich da mit einer guten 39er Zeit, muss aber schon eine sehr gute sein, könnte ich noch unter 2 Minuten kommen. Ich meine, gerade jetzt. Ich werde jetzt meinen Geist auf jeden Fall überholen. Hoffe ich mal. Der ist ja jetzt runtergefallen. Das dürfte ich jetzt wohl hinkriegen, den zu schlagen. So. Raaah! Ja, man wird da voll stark abgebremst dann, wenn man da wieder landet. Das ist schon krass. So, die Kurve hier ist halt auch wichtig, weil die muss man auch wirklich gut nehmen. Das war nicht gut. Scheiße. Scheiße, Mann. Nein! Ach, leck mich doch! Ja, nee. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Da muss... Die unter 2 Minuten müssen da noch fallen. 2,15. Das gibt's ja nicht. Mann, ey. So ein Scheiß. So, nochmal. Aber jetzt habe ich den Entwicklergeist freigespielt und... Ich... Oder? Schon geschlagen, finde ich. Das war doch schon ziemlich gut. Oder? Ich finde schon. Okay, jetzt machen Donkey Kong und Diddy. Oder ist überhaupt Diddy? Ja, schon Diddy, okay. Das sind ja immer die Partner. Am Anfang ist schon mal schlechter, aber das ist nicht so schlimm. Ich mach mal... ich könnte sogar schon neu starten eigentlich. Egal. Die Runde 1 ist ja eh die entscheidende, so ein bisschen. Weil ich halt das hier eventuell verkacke. Ja, der Geist macht das auch, der Entwicklergeist. Ja, der fährt da auch rechts rum bei der Fontäne. Ja, der macht das schon gut. Muss ich schon zugeben.
Macht er das sogar alle drei Runden vielleicht? Das wäre natürlich krass. Und dann den Pilz halt irgendwo anders auf einer Geraden einsetzen oder so. Das wäre heftig. Das wäre ziemlich heftig. Ich hoffe mal nicht, dass er das macht. Weil dann wäre es vielleicht doch relativ schwierig, den zu schlagen. Nee. Es gibt hier schon echt einige sehr eklige Kurven, muss man schon sagen. Okay. Nein, na fuck, Mann! Sorry. Nur weil ich da jetzt den Drift-Hobo danach nicht schnell genug bekommen habe, bin ich da jetzt dann so blöd abgeprallt irgendwie. Wenn ich den früher bekommen hätte, wäre alles gut gewesen. Mann. Fuck. So, das war schön. Obwohl der Anfang, also der Blitzstart war gar nicht so toll, aber der Rest war dann wunderschön. Gerade eben. Nice. Okay, mir fällt gerade auf, es gibt sogar Sinn, dass es DK und Diddy machen, weil die Strecke hier hat dieselbe Musik wie Donkey Kong Bergland. Das habe ich gar nicht so richtig gemerkt davor. Aber ich habe das ja schon erwähnt, das habe ich glaube ich im ersten Part oder so gleich erwähnt, oder irgendwann habe ich es glaube ich mal erwähnt auf jeden Fall, dass sich einige Strecken hier dieselben Musiktracks teilen und Dino Dino Dschungel teilt sich die Musik mit Donkey Kong Bergland. Ja. Ich bin ein bisschen hinten, aber nicht wirklich viel. Und ich habe am ehesten gerade die dritte Runde noch schlecht gemacht. Aber diese letzte Kurve da kurz vorm Ziel, die kriege ich jetzt irgendwie nicht mehr hin. Die ist echt sehr schwierig, finde ich. Jetzt kann ich es hier einfach machen. Was macht der Entwicklergeist vor allem, würde mich interessieren. Nimmt sie auch. Okay, ja, der macht es genauso wie ich. Also ich habe schon die perfekte Route quasi rausgefunden. Runde 1 den schwierigen linken Weg und ab Runde 2 dann immer die easy Abkürzung. Ja. Der ist gut. Nice, das macht, seht ihr das, was das für einen riesen Unterschied macht, wenn ich die Kurve einfach gut erwische. Das ist Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht. Okay. So, jetzt keinen Bullshit machen. Dann habe ich die 2 Minuten. Also unter 2 Minuten. Nein! Ja, da ist ein, ja, okay, nicht viel Bullshit, nur ein bisschen. Ja, ist trotzdem noch ein heißes Rennen. Aber ja, den Entwicklergeist habe ich schon geschlagen. Den habe ich auch gerade eben schon geschlagen. Ich will noch unter 2 Minuten kommen. Wenn jetzt nicht verkacken die Kurve, die letzte, dann habe ich's. Ich bin genau gleich quasi. Die habe ich ja gerade eben verschissen. Nice. Perfekt. Ah, viel besser geht's nicht. Yeah! Sehr, sehr knapp, aber geschafft. Und damit bin ich extrem zufrieden. Nice. Yay. Also meine Zeit hier im Dino-Dino-Dschungel 1:59,729. Yay. Sehr gut. Ja, die ersten beiden Strecken aus dem Spezialcup gingen doch schon mal. Ich habe für beide ein bisschen gebraucht. Jetzt nicht First Try oder so. Das habe ich auch nicht erwartet. Aber ging relativ gut. Dafür, dass Dino Dino Dschungel echt nicht so einfach ist. Mich wundert es ein bisschen, dass die Abkürzung mit der Brücke, dass die fast jedes Mal geklappt hat. Beim allerersten Mal nicht, weil ich nicht mal auf die Brücke drauf kam. Aber sonst hat die, glaube ich, sogar immer funktioniert. Und sogar gut. Das wundert mich, weil das ist echt nicht einfach, finde ich, weil die total schmal ist. Und man sogar noch so ein bisschen hin und her hoppelt irgendwie. Und mit Driften auch noch, das ist echt nicht einfach, finde ich. Aber das habe ich irgendwie gut gemacht. Andere Stellen habe ich dafür weniger gut gemacht. Aber passt auf jeden Fall. Ja, morgen werden dann auf jeden Fall noch 2 weitere Challenge-Videos kommen. Zu den letzten beiden Strecken, hier im Spezialcup und auch zu den letzten beiden gesamten Spielen. Nämlich Bowsers Festung und Regenbogen Boulevard. Und die werden natürlich, wie man sich schon denken kann, auch nicht so einfach. Regenbogen Boulevard habe ich schon ein bisschen Angst. Da gibt es auch einige sehr, sehr eklige Kurven. Abkürzungspotenzial gibt es bei beiden gar nicht so mega viel. Bei Bowsers Festung am ehesten noch. Aber bei Regenbogenmühle war gar nicht so wirklich, glaube ich. Aber ja, auf jeden Fall, das wird spannend. Und ich bin sehr gespannt, wie lange ich da so brauchen werde für eine gute Zeit. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.